Blaurot TV, jetzt mit dem Antrittsinterview unseres neuen Trainers, Levan Kenia, bei mir. Die ersten drei Punkte sind eingefahren. Du hast mich gerade gefragt, ob es mir Spaß gemacht hat. Dann frage ich dich doch direkt mal, wie viel Spaß hat dir das Spiel denn gemacht? Boah, mir, es war schon was Neues, ne? Neue Erfahrung. Ja, ich war angespannt vor dem Spiel, aber wenn Anpfiff kam, dann habe ich genossen. Die Jungs haben das super gemacht, super angenommen, Aufgabe. Wir sind aggressiv, mit Überzeugung im Spiel reingekommen. Nur halt mussten wir gucken, dass wir unsere Chancen verwerten und verbessern, weil, finde ich, in zweiter Halbzeit durch Elfmeter lassen wir Gegner zurück, aber trotzdem großes Kompliment an Mannschaft. Wir haben über 98 Minuten das durchgezogen und dann haben wir drei Punkte geholt hier, was nicht einfach war, muss ich sagen. Ja, insgesamt, was uns aufgefallen ist, man hatte den Eindruck, alle ziehen wieder mit. Den Eindruck hatte man in letzter Zeit nicht so. Es war von Anfang an Zucht drin, haben zwei schnelle, schöne Tore gemacht mit schönen Kombinationen. Am Ende konnte man sehen, dass das Selbstbewusstsein nicht ganz so groß ist und dass wir uns ein bisschen durchgezittert haben. Ja, wir müssen daran arbeiten. Das kommt nicht von Himmel, denke ich mal. Selbstbewusstsein im Training, im Spielen, dass wir Tore schießen und dann auf einmal auf clever spielen, einfach danach runter. Aber mit Fitness und das kommt, das dauert ein bisschen halt. Ne? Aber ich hoffe, dass wir da drin verbessern. Insgesamt hat man so den Eindruck, dir macht es schon ein bisschen Spaß. Du bist sehr aktiv dabei, du spielst auch noch ein bisschen mit. Ne? Ich habe dich dreimal schießen sehen an der Seitenlinie. Wie ist das für dich jetzt, um zugucken zu müssen? Du standst ja eigentlich sogar noch mit auf dem Spielplatz. Ja, ein bisschen getrickst, ne? Ja, muss man ab und zu mal machen. Ja, wie gesagt, das ist eine Erfahrung für mich, hat Spaß gemacht, aber ich habe gelesen, dass ich meinen Fußballschuh auf den Nagel gehangen habe, aber das stimmt nicht, weil weiß man nie, was in Zukunft kommt. Ich nehme diese Herausforderung, ist einfach und ja, dass ich Erfahrung sammle in diese neue Arbeit und dann gucken wir, was Zukunft bringt. Ne? Ja, man weiß ja auch nie, wie viele Verletzte man noch so hat. Ne? Vielleicht ja. ist es ja noch mal wichtig. Jetzt haben wir am Mittwoch ein ganz wichtiges Spiel. Da hast du direkt einen Knaller vor der Brust. Stehst du vor mindestens 8000 Zuschauern. Ja, man hatte so in letzter Zeit den Eindruck, in den Köpfen der Mannschaft ist dieses Spiel mehr als drin. Heute haben sie sich zusammengerissen und auch auf das heutige Spiel konzentriert. Muss ich sagen, wie viel Zuversicht habt ihr gegen einen momentan sehr starken Drittligisten eine Chance zu haben? Ja, das wird auf jeden Fall sehr schwer spielen, ne, müssen wir sagen, weil Essen ist eine gute dritte Ligist, die aufsteigen will, denke ich mal, und spielt. Und ja, wie gesagt, heute haben wir einfach Fokus auf dieses Spiel gelegt und jetzt Mittwoch ist nächstes Spiel, aber das ist ein Pokalspiel und dann wir werden fighten, laufen, kämpfen und dann was rauskommt, dann sehen wir. Ne? Ein bisschen was anders als heute, wo wir unser Spiel durchdrücken wollten, da gehen wir mit einer etwas anderen Taktik rein, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir müssen da auch noch cleverer spielen und unsere Chancen abwarten auf Konter und dann, ich will auch nicht viel sagen jetzt, ne, wie wir spielen und so, weil das ist einfach ein bisschen Taktik. Habe ich gestern ja schon gemerkt in der Pressekonferenz, du hältst dich da gerne ein bisschen bedeckter, gibst ein bisschen früher Bescheid, wer wann spielt, als vorher, habe ich rausgehört, aber was den Gegner betrifft, möchtest du dir nicht in die Karten gucken lassen? Nee, auf jeden Fall nicht, aber im Interim wissen wir schon einen Tag vorher, wer spielt und wie wir spielen, klar, ne, das ist normal, aber ja, soll das auch ein bisschen Überraschung sein, finde ich. Letzte Frage noch zur Verletzung von Robin Udegbo, haben wir gerade gesehen, mit dem dicken Eisbeutel am Fuß, ein bisschen umgeknickt. Ich denke, da hat sich die Torwartfrage fürs Essenspiel wahrscheinlich erledigt, oder? Ja, müssen wir gucken, wie Robin geht's jetzt, aber für Essenspiel war schon fest Marvin geplant. Okay, das war für Pokal sowieso so eingeplant? Ja. Alles klar. Ja, wir haben zwei Top-Torhüter, ne, haben wir heute gesehen. Wir brauchen beide und für dieses Niveau sind einfach beide top und das ist für mich immer Luxusentscheidung, wird in Zukunft sein, wer spielt da, aber ich vertraue beide. Ich habe mit beide ein Gespräch geführt und ist ein gutes Gefühl. Ne? Robin heute auch zwei, drei richtig gute Paraden gehabt und uns im Spiel gehalten. Okay, dann wünsche ich euch für Mittwoch alles Gute. Bereite die Mannschaft gut vor, wenn du mit einer Sensation startest. Danke, ne? Ciao. Alles gut. Tschüss. Dank.